I barely recognize you, Colonel. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Ja, geil. Wir sollten auch wissen, dass der da einfach so rumliegt mitten in der... Okay. Ja, wer soll denn das auch riechen können? Ganz ehrlich. Sind wir hier in einer... Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Nein. Quarantäne-Plattform. Lull. Ich muss doch jetzt extra nachgucken, ehrlich gesagt, wo ich den überhaupt finde, weil ich habe da alles abgelatscht. Ich meine, wir haben viel Loot gemacht, das ist sehr schön, aber das ist halt so ein bisschen... deswegen, ja. Toll. Da haben wir ihn. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie gedacht, das wäre Skullface eigentlich gewesen, den wir gesucht haben. Wie komme ich jetzt hier im ganzen raus? Ich glaube über die Leiter. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt neue Missionen, was Schönes. Ich habe jetzt auch mal die Gelegenheit dann genutzt, was man die für das eigentliche Ende, sage ich mal. Ich brauche ja hier einen Helikopter, ne? Was wir für das eigentliche Ende so erfüllen müssen und so. Und das stand halt doch dabei, ich darf meine Motherbase nicht vernachlässigen, deswegen werde ich da mal gucken, wegen Ausbauen und so weiter und halt auch Quiet immer schön besuchen, glaube ich, wenn es geht. Und vielleicht auch unsere Leute auf Missionen und sowas schicken, um Ressourcen zu sammeln und sowas. Das werde ich aber alles nicht mit reinschneiden. Ne? Das dauert ja eine Weile. Deswegen werde ich mich erstmal auf den Weg zu unserer guten Madame begeben. Ach da. Zu unserer guten Madame begeben. Das dauert jetzt natürlich... Support-Plattform? Wo ist denn jetzt hier die... Ist die jetzt gewandert? Ach nee. Dass wir jetzt da hinfahren, fliegen und dann... Ja, bis gleich. Anything? Still living up to her name. How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered,
You look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Refreshing? Salt water. No! She'll die! His life isn't yours to take. Enough! That's enough. If she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. Boss. Let her go. She won't speak so she can't spread the infection. Nicht nah get in tea. Oh. Idiki plak anat e. Oh. Ako kode jistes nich. Dne, zad. Belagana gesneta. Kato be yasteta. Aseitota. Doton dista. Doton dista. This contract comes from the MPLA, the People's Movement for the Liberation of Angola. Apparently, new Western bipedal weapons have been deployed to Ditadi abandoned village and are a threat to their troops. Our job is to eliminate them. Caution. The bipedal weapons they're talking about are, of course, Walker Gears. As I previously reported, they're already in active service with PFs in Africa. But don't you find it strange? A PF employed by the West obtains a prototype developed by the Soviets, yet the Russia-backed MPLA don't know the details. Eastern weapons technology developed in Afghanistan is being supplied to the West in Africa. Only Cypher would be capable of making something like that happen. So, boss, eliminate the Walker Gears at Ditadi abandoned village, just like the MPLA have asked. Once you do, the PF will need to contact its supplier. Giving us a chance to close in on that supplier, Cypher.
comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Machen wir auch Team gerne und ich habe das Gefühl, das wird ein Weilchen dauern. Ich meine, ich habe unsere gute Madame wieder da mit bei, ne? Ist klar. Es wächst ein bisschen. Wir sind, glaube ich, bei 63%. So von der Verbindung her. Ich fand es aber auch interessant. Sie kann anscheinend doch sprechen, aber halt nicht unsere Sprache. Beziehungsweise ihr wurde wahrscheinlich was beigebracht, um denn die Seuche, sage ich mal. Um die Seuche runterzubringen, aber. Warte, Everdot Village. Ja. Aber sie will es halt nicht einsetzen. Weil sie so ein kleines Auge auf uns geworfen hat, ne? Mit ihrem Fernglas. Das ist schon schön. So, die Sache ist, ich darf halt nicht entdeckt werden. Frage ist natürlich, zählt das jetzt auch, wenn ich. Wenn sie schießt? Also, da sind sie abgelenkt, das ist gut. Oder wenn diese Zeitlupe kommt, falls die hier überhaupt kommt, ob ich dann noch den schnell wegballern kann und dann hat mich keiner gesehen, also weiß nicht. Ich meine, ich habe zwar erstmal Aufklärung. Och, ernsthaft. Ach, als ob du hier die scheiß Kante nicht hochgehen kannst, Mann. Gut. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht den nächsten Auftrag gewählt, weil ich gesehen habe, ich brauche da, glaube ich, die Dings dazu. Die Fulton Teile, also um die Dinger rauszuholen und in einer anderen Stufe. Die konnte ich zwar jetzt entwickeln. Aha. Die konnte ich zwar entwickeln, aber das braucht ein bisschen. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für die Mission entschieden. Und sie liegt wieder auf der Lauer. So, ich hoffe, das speichert hier trotzdem kurz vorher nochmal. Weil ich weiß halt nicht, wie safe wir da reinkommen. Da haben wir zumindest ein Ziel, was wir noch rausholen können. Oder ein weiteres Ziel, was wir rausholen können. Okay, der ist scheiße. Der hat so eine gefährte Panzerung. Hä, da ist da. Wo ist das Ziel? Aha. Nationseinheit, ja. Was das schön oder was das Gute ist, warte mal, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ich habe ja hier ein bisschen was gekriegt. Das war nochmal medizinische Versorgung hier spaßeshalber. Waschbären durchbrechen, haben wir keine mehr. Dass ich das jetzt das vielleicht noch zwischendurch, um Belohnung zu erhalten. Ich weiß halt nicht, inwieweit unsere Base fortgeschritten sein muss, das ist immer so das Problem. Noch welche? Okay, Ding schlägt nicht an. Ja, aber da reinkommen. Und ich darf halt nicht entdeckt werden, sonst ist die Mission gleich im Arsch. Probier mich erstmal. Die sind ja alle relativ weit. Enemy presence detected. Clouds approaching. Ding ist ja bloß für einen Notfall da. Also ich hoffe, dass das geht mit dem. Hä? Oh oh. Ah, scheiße, jetzt sind sie auf Quiet aufmerksam geworden. Aber es scheint zu zählen. Also, die haben mich ja noch nicht entdeckt. Die sind abgelenkt, das ist gut. Lol, die habe ich ja gar nicht mitgeschnitten. Ich probiere nochmal leise zu sein.
Nein. Okay, die habe ich nicht gesehen. Quiet, warum kannst du nicht, Mann, wenn du den Außenposten infiltrierst, warum kannst du nicht gleich alle markieren? Komplett alle. Okay, die dürfen mich zwar kurzzeitig sehen. Ja, ich muss dafür aber erstmal die Leute wegkriegen. Und da kann ich sie genauso gut auch, wenn ich, wenn will, ne? Naja, Problem ist halt bloß. Gönn dir. Ja. Okay, der ist da hinten noch. Ich muss jetzt halt bloß schnell sein. Das mache ich mit lange dauern. Okay, vielleicht von der anderen Seite rein. Ja, da. Das müsste doch keiner mitkriegen. Quiet. Nimm den Finger vom Abzug. Guten Tag. Ja, guten Tag, du auch. Nicht schießen, nicht schießen. Alles gut. Alles gut. Oh, kommst mit. Blöd ist halt, ich begib mich immer in trügerische Sicherheit, von wegen Quiet hat alle markiert. Was halt soweit nicht der Fall ist. Ist ja süß. Gerade habe ich noch gar nicht gesehen im Spiel. Ja, wir waren ja schon ein paar Mal hier. Ne? Müssen uns ja eigentlich kennen. Aber dieses. Ich weiß, das ist ein Stealth. Spielchen und so, ne? Und so soll man ja auch eigentlich rangehen. Aber ist halt. Hab da ja gesehen, nicht so. Oh, oh. Nicht so meine. Analysis complete. Meine beste Dings. Ich glaube, der pinkelt da. Ich glaube, das letzte Mal bin ich auch von hier aus reingegangen, ne? Alter, du wirst doch wohl hier rübergehen können, Mann. Komm mal mit, wir brauchen nämlich neues Personal. Und jetzt schon mal zwischenspeichern könnte, wäre das schön. Das Ding ist, den Dings will ich da gerne auch rausholen. Und ich weiß zum Beispiel, die Walker Gears hatten wir hier schon gesehen gehabt. Die hatten wir ja schon gesehen gehabt. Bloß wenn er jetzt zum Beispiel in da oben sitzt, bin ich am Arsch. Gucken, ob ich hier überhaupt irgendwie von hinten irgendwie rankomme. Ja, nicht so, ne? Hier wird es zu hoch sein. Komplett außen rum gehe. Warte mal. Ist vielleicht ein Umweg, aber vielleicht ist das auch die sicherste Variante. Ja, ich weiß. Hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Oh, oh, oh. Okay, hätte ich nicht gedacht. Was ist das denn hier? Überschüssiger Nachschub? Lol. Okay, warte mal. Die werden mich ja hier eigentlich nicht mitkriegen. Ich setze jetzt mal einfach alles, was ich habe, auf Quiet.
Okay, ist gerade ungünstig, weil sie wird direkt neben uns sitzen. Ja, gut. Ich meine, wir können ja mal Hallo sagen. Okay, sie ist direkt hier oben. Scheiße. Und dann sind sie nämlich alle scharf auf uns. Ich krieg die halt bloß nicht so weg. Also den da hinten vielleicht. Aber gucken wir, hier sind ja noch mehr. Ach. Soll ich es einfach machen lassen? Sie hat ja auch ein besseres Gewehr gekriegt. Problem ist halt bloß die Dings, ne? Warte. Wie ging das nochmal? Dass die Helme aufhaben. Theoretisch sollte ich ja... Ah, bin ich jetzt auch rumsniper? Ja, toll, ich habe den Helm schon wieder gehört. Ich meine, sie darf ja entdeckt werden. Ich halt bloß nicht. Okay, da hat sie ihre Freude dran gehabt. Ja, Helm. Der ist da hinten. Ah, der liegt direkt davor. Shit, jetzt, warum kommt die jetzt runter? Oh nee. He's coming too. Roger that. Okay, ist noch weit genug weg. Hoffentlich sieht der mich da unten nicht, warte. Gut, den haben wir auch raus. Oh shit, Alter. Okay, Subject is in. Geht's weit noch gut? Nein. Okay, warte mal, er geht weg. Oh, ich hoffe, die kriegen das nicht weg. Ich bringe die erstmal weg. Ne, ich bringe die erstmal in Sicherheit, dass ich die in Ruhe zerstören kann. Ich meine, mitnehmen kann ich sie leider nicht, würde ich gerne. Bringen wir erstmal hier in Sicherheit. Wenn das zwischenspeichern würde, wäre das mal nice. Jetzt darf ich aber nicht zu überheblich werden mit der Rumrennerei hier. Und die kommen jetzt alle wieder, das ist scheiße. Okay, die sind am Felsen. Und der hat wahrscheinlich gerade mitgekriegt, boah, da passiert irgendwas.
hoffe, das funktioniert. Okay, sie bewegt sich noch. Aber eigentlich... Jetzt geht's wieder. Gott sei Dank, der darf mich hier bloß nicht sehen. Haben sie die getroffen? Okay, haben sie getroffen. Ich meine, wenn sie bloß nochmal ablenken kann, das wäre schön. Hier sind aber immer noch Bilder da oben. Ich weiß nicht, ob ich den wegkriege, ohne dass der andere mich sieht. Und hier müsste keiner mehr sein. Nein, fick dich, Alter. Ich hab's gewusst. Ich hätte... Ach, Mann. Wo setzen wir ihn jetzt wieder an? Weil ansonsten mache ich mal an der Stelle Cut. Es hat ja, glaube ich, nicht zwischengespeichert, ne? Ich hab doch so viel schon geschafft. Boah, deshalb... Ich weiß, es ist ein Stealth-Spiel, aber trotzdem, das nervt mich zu sehr. Och, fick dich. Nee, dann sehen wir uns da, wenn ich den ersten schon wieder rausgeholt habe und alles, ne? Ja, bis gleich. Hi. Damit sind's nur noch drei, die hier leben. Weil, hätte ich vielleicht mal vorher ein bisschen ausprobieren sollen, von wegen, ich brauche Deckung und dann wählt sie ihre Ziele selber aus. Das ging wesentlich schneller. Aber ich hoffe, sie überlebt die ganze Schuhsuche. Ich würde ihr ja zu gern helfen, aber das da ist ein bisschen schwierig. Und sobald ich schieße, bin ich halt entdeckt. Und ich habe jetzt so viele hier schon rausgeholt, die stehen mir zu nah dran. Obwohl, um den da unten könnte ich mich vielleicht nochmal kümmern. Boah, nicht umdrehen, Leute. Ah, toll, jetzt ist sie da hinten. Da ist es ja ungünstig. Okay, der guckt aber immer noch oben. Ich glaube, sie ruht sich erstmal bloß ein bisschen aus. Danke, Quiet. Das ist so der einzigste, den hätte ich auch easy peasy kriegen können. So, die sind da oben beschäftigt. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch was rumlooten kann. Und ich glaube, wenn der Außenposten befreit ist, auch wenn die Verstärkung geholt haben, ist, glaube ich, einfach einfacher. Ich meine, hier sind doch auch Sachen, die... Ja gut, der ist tot. Was will ich mit dem noch? Ah, hier zum Beispiel. Einfaches Metall. Ich meine, wenn bloß noch einer da ist, dann werde ich mich wahrscheinlich auch von hinten ranschleichen. Oder ist das bloß wieder so ein Pappaufsteller? Ich würde gerade sagen, als ob der mich nicht gesehen hat. Es ist halt, dass die so eine doofe Mütze aufhaben müssen. Oder er ist festgebackt, dann habe ich Glück gehabt. Okay, der ist weg. Aber ich will den halt noch nicht holen. Na. Mann, Alter. Was soll denn das jetzt? Ich glaube, der da ist festgebackt. Quiet. Alter, warum geht das immer weg? Ich
Scheiße, dass wir jetzt wirklich hier noch Verstärkung kommt. Was eigentlich nicht sein sollte. Oh, oh. Ja, aber was ist mit dem Ehen da? Der steht halt nur rum. Kann ich den mitnehmen? Okay, ich glaube, der ist einfach nur festgebackt. Ich meine, wir haben ja gesagt, Außenposten Dings, also... Ja, ja. Ja, wenn man sich Zeit lässt, geht alles und so. Aber ich bin da halt nicht so wirklich gut drin. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch nochmal Zeug looten. Oh, lol. Und wie, das liegt halt wirklich an dem Ehen verbacken, dass das dann nicht geht. Und hatten wir die nicht schon mal rausgeholt? Ich soll sie ja alle eliminieren, ne? Ich meine, du siehst mich ja nicht. Geh mal drauf. Ja, ich stell die jetzt einfach mal, ich stell die jetzt einfach alle mal zusammen, hau hier ein bisschen C4 drauf und dann hoffe ich, dass die ganze Geschichte ja schön hochgeht, wie sich das gehört. Er ist mir halt immer noch ein bisschen Rätsel. Aber er hat ja gesagt, alle, ne? Also die, bloß die drei wird ja nicht reichen. Aber inwieweit... Achso, ich wollte gerade sagen, inwieweit uns das weiterbringen soll zu unserem Dings, ist mir jetzt nicht klar. Aber doch, hat er ja erklärt gehabt. Nur wegen, dass der Herr muss halt den Hersteller kontaktieren oder la. So, waren das nicht... Oh. Waren das nicht 5 Dinger? Stand hier nicht noch einer rum? Oder waren das nur 4? Oder ist der, den ich in Sicherheit gebracht habe, auf einmal immer noch da unten? Das wär's ja. War, glaube ich, eher nicht. So, dann... Ach, nur ist die 4. Dann können wir das überall immer ranbringen. So. Ich hoffe, das reicht. Bringen wir uns mal in Deckung. Sollte genug Deckung sein, glaube ich. Ah, sind doch nur 4. Wie lange braucht der Chopper, beziehungsweise wo landet er? Ja, gut. Ich meine, müssen wir jetzt zwar wieder hinlaufen, aber das, was wir machen sollten, haben wir gemacht. Eigentlich hätte ich hier nochmal wegen Loot gucken können, aber warte mal, ist die Entwicklung jetzt eigentlich abgeschlossen, dass ich die Dinger hier mitnehmen kann? Lol. Ja gut, dann sollten wir das mal machen. Einfach nur so aus Spaß und Freude. Ich glaube, ich weiß halt nicht, wie man so wirklich einsetzen kann. Aber ich weiß, dass wir dann die Geschichte mit den Containern machen können. Kann ich eigentlich auch? Ich glaube, damit sind wir ein bisschen schneller, ne? Also, den Truck können wir, glaube ich, noch nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt können. Ist auch schön, dass der eine Typ da immer noch rumsteht. Voila. Oder können wir hier ein bisschen querfeld ein? Ja, müssen wir ein bisschen Strecke sparen. Außerdem, B-Quad wird uns schon sagen, wenn er da ist. Okay, wichtigste ist erstmal Speicher, das ist sehr schön. Und ja, dann werden wir, denke ich mal, die Container rausholen, ne? Ja. Ja, nochmal wie ein Hero raus. Hero. Wie ein Hero rausspringen, supi. So, und dann komm runter. Ernsthaft, Alter. Snake, manchmal wirklich. Der übelste, krasse Übersoldat, aber dann kann der keine Dings hoch, ne? Weit? Weit? Ah, was sagen. Ja, dann hören wir uns mal an mit den Dings und dann holen wir die Container raus. Das Schöne ist, da muss ich wenigstens nicht so vorsichtig sein.
freue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf. Also ja, bis gleich. Boss, we were right. Once you'd eliminated those Walker gears, a resupply call was made from Ditati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Saner. That's right, the shell company that owned Mvinda Oilfield. So Saner was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Boss, research materials have been stolen from Code Talker's mansion. The materials were packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. You have to recover those containers. The pickup crew coming for those documents is none other than XOF. That's right. They're still active, even after Skullface's death. Now that he's no longer in charge, their original chain of command has been restored. Meaning if XOF gets those documents, Code Talker's research ends up in Cypher's hands. According to Code Talker, the research papers stored in that mansion account for over 50 years of study. The problem is the vocal cord parasites. If the papers documenting that research fall into Cypher's hands, they'll take another long, hard look at them. The ethnic cleansers we thought were history will become a reality. America, Zero, will have a weapon far more powerful than any nuke. Even worse, if this knowledge were to leak, the world, humanity, can't be entrusted with this kind of power. Recover the containers before the enemy extraction choppers arrive. Boss, Code Talker's research has been stolen. The research materials have been packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. Enemy extraction choppers will be there any minute. You have to find and retrieve those containers before they arrive. That area is being guarded by Zero Risk Security, and their client is XOF. If the choppers make off with the containers, that research will end up in Cypher's hands. That cannot be allowed to happen. One other thing, boss. We need a cargo-capable Fulton extraction device to recover the containers. Use your iDroid to order its development and have it dropped in. Ja, haben wir ja Gott sei Dank schon gemacht, das ist mir zum Glück schon vorher aufgefallen. Okay, rein da und das sind ja wieder die Sniper-Damen, ne? Aber wir haben ja jetzt ja auch eine am Start. Boah, wo kann ich denn sie mal... Ich soll mal da hinsetzen. Ich meine, wir müssen sie eigentlich nur finden. Das Problem ist bloß, ich glaube, die werden trotzdem vor uns da sein. Ganz egal, wie schnell ich bin. Obwohl, beim letzten Mal haben die uns ja auch nicht so wirklich gut gekriegt, ne? Und ist das nicht das Gebiet, wie wir reingegangen sind, das letzte, oder rausgegangen sind, das letzte Mal mit den Kindern? Natürlich ist das auf einmal zu. Das war gerade eben noch offen. Oder komme ich irgendwie durch? Scheiße. Warte mal, wir können... Nee. Wir können mal... Genau. Schieß, worauf du willst. Viel Spaß. Bin bloß mal gespannt, wann wieder die Dings kommen, ne? Naked Hue Silver? Ist, glaube ich, auch ein Einzug für Dings. Bin mir nicht so ganz sicher. Okay. Ah, toll, da krieg ich die Mütze wieder nicht. Ja, ich hätte eine Idee. Oh nee, das war ja wieder die. Ich meine, ich werde es auch so finden. Die sind nicht, also die mit dem Schild an sich nicht unbedingt so ein Problem.
Sprite macht noch einen Ausdauersport, das ist schön. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, das sind diese, die wir sonst nicht sehen konnten. Na toll. Ja, das ist das Problem. Dann mal kriegen wir die... Ach so, das, doch, das war ja... Steh auf, Mann! Steh auf und hau die Mine runter! Oh, Junge! Schnauze! Hau den! Jetzt hau den doch mal, Mann! Er haut den einfach nicht. Deshalb wollte ich... Wir hatten das schon mal und da ging das eigentlich ganz gut, dass ich ihn so angreifen konnte, wenn die jetzt schon so komplett geschützt... Sie... Warum musste sie auch... Das Problem ist halt, sie kann ja da auch nicht so viel ausrichten. Ich versuche das jetzt einfach mal als Ablenkung zu nutzen, aber die Dicken wird sie halt nicht wegkriegen, das ist das Problem. Ich meine, die sind jetzt Gott sei Dank abgelenkt. Die Container, weiß nicht, ob die drinnen sein werden. Mach den kalt, bevor der da uns sieht. Kuckuck. Warte. Okay, cool. Warte. Und den nehmen wir gleich mal mit. So, dann haben wir jetzt nämlich auch. Kriegen wir den nicht irgendwie klein? Das ist halt die Scheiße. Als ob du... Ich muss ja schnell mit ihm hier machen, ne? Oh. Alter, 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 Alter. Mann, das leih ich mir auch mal aus. Ach, da unten sind die Container. Okay. Er hat ja gesagt, die Container sind hier. Das habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht gecheckt, Alter. Okay, okay. Dann kann uns der Alarm ja scheißegal sein. Wenn wir jetzt wissen, wo... Erstmal bloß eine Runde beruhigen und dann holen wir die Dinger in Ruhe. Kannst du mal bitte nachladen, Mann? Ja, die mit der krassen Panzerung, das ist halt... Ah, wird auch weit... Oh Gott. Auch weiter unten sein, ne? Warte mal. Ich würde sagen, habe ich da nicht Dings gehört? Scheiße, das habe ich komplett vergessen. Das habe ich jetzt komplett vergessen, dass wir vor den Hubschraubern eintreffen müssen. Und ich möchte bald... Nein. Nein, 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 nein. Wie gehe ich hier? Nein, spring doch nicht runter. Och Mann, Alter. Zeig doch wenigstens, welche beschissene Taste ich drücken muss. In jedem Spiel musst du X drücken, damit der wieder hochklettert. Hier nicht. Ich meine, wir wissen jetzt, wo die Container sind, aber trotzdem, Alter.
Nee, wir gehen gleich zu den Containern. Wir wissen jetzt, wo die sind. Wir wissen ja, dass sie hier drüben sind. Bloß weil ich da runterrutschen musste, Alter. Das plus zwei. Weil das ist nicht die richtige Richtung. Ich meine, sie müsste ja irgendwo da drüben dann sein. Sonst ist sie wenigstens abgelenkt, dass ich sie... Oder? Ah, das ist halt das Blöde. Bist du da? Ich meine, die da ist ja schön, dass die da hinten abgelenkt sind, aber... So, jetzt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, ich weiß. Nein, Alter, warum legst du dich jetzt hin, Mann? Hä, warum zum Fick greifen die ihn jetzt an, Mann? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Hä? Der hat zwar gesagt, ja, die Helikopter haben wir auf dem Schirm und so, die kommen da, also die, ne? Aber ich habe doch vorhin zum Beispiel viel länger gebraucht. Dann sollte man auch schon so fair sein und das so lassen. Dass die gleich lange brauchen und nicht dann, ja, wenn du die Ecke überschreitest. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten die Kacke doch nämlich schon. Aber der ist, glaube ich, eh weg. Was zum Fick greift mich da denn an? Wurde die Quaid getötet? Ernsthaft mal? Also nee, Quaid ist noch da, aber Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Die sollen aufhören, hier mit irgendeiner Rotze rumzuspallern, ey. Boah, ist das nervig. So, lass uns doch bloß die scheiß Container hier mal rausholen. Warte mal. Hä, was ballert denn da auf mich, Alter? Willst du mich verarschen, als ob das die Hubschrauber sind? Analysis complete. Boah, leck mich. Ja, klar. Gerade wie einer mit so einer beschissenen
geschissenen Mütze, Mann, Alter. Dass man die aber auch hier nie mal wegballern kann. Oh, toll. Kann man doch wegballern. Wusste ich nicht. Okay, vielleicht kann man die doch wegballern. Man muss bloß lange genug draufhalten. Und die Mütze auch treffen. Deine Mütze nervt, Mann! Alter, jetzt! Ich wollte sagen, ich mach dich sonst zu einem Freiwilligen. Alter, die Mützen nerven halt wirklich, ne? Hat der auch so eine Mütze auf? Ne, der müsste normal sein, oder? Warum holt ihr denn? Vielleicht kriege ich ihn ja jetzt mal raus, ohne dass mich irgendeiner. Damit wir wenigstens mal wirklich so einen dicken haben hier. Ja. Tschüss. Kann auch sein, dass das nicht funktioniert. Hä? Ja, achso, ich wollte gerade sagen, dann verwirr mich doch nicht. Auf einmal. Als ob die mich nicht schon vorher gesehen hätten. Aber dann waren das keine feindlichen Hubschrauber, dass die mich angegriffen hatten. Okay, ich wollte gerade sagen, hier rüber kommt er ja nicht. Doch, kommt er. Und das Team hat so eine fette. Aber es ist schön zu wissen, dass man wenigstens doch durchkommt. Ich muss mir jetzt halt bloß beeilen. Ich glaube, so einfach rausholen. Da ist einer. Wenn wir den nicht, oder? Hä? Lol. Als ob. Ich weiß. Ich will mal kurz gucken. Haben wir hier noch ein Beluppe, was wir mitnehmen können? Also ja, wahrscheinlich hätte man das Haus noch mal reingehen können und irgendwelche Leute rausholen. Wo bin ich denn jetzt hier? Da bin ich rüber gesprungen. Ich wollte sagen, das ist mir sonst ein bisschen zu heikel, wenn ich da auf immer. Es ist ja keine Uncharted oder sowas, ne? So, Judy, dann haben wir das. Wisst ihr, was wir eigentlich nochmal machen können? Externe Aufträge müssten ja alle. Ja, hier, Pflanzen haben wir gar nicht weiter gesammelt. Können wir nicht, okay. So, ich hoffe, wir erleben hier keine böse Überraschung. Hubschrauber müssen auch alle weit genug weg sein und ich hoffe, er beeilt sich endlich mal. Sind da so viele Esel. Was wir noch machen können, was ein bisschen komisch ist bei den Belohnungen, dass du die alle halt einzeln einsammeln musst. Deswegen mache ich das jetzt schon mal. Manchmal sieht es halt übel lang. Ja, das ist sehr schön. Ne? Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht erzählt er uns noch was. Ansonsten haben wir ja dann schon wieder übelste Zerstörung. Wo ich jetzt aber endlich, also ich hoffe, wir kriegen da mehr hin, wie beim letzten Mal. Aber da werde ich wahrscheinlich Dings nicht mitnehmen können, Quiet nicht mitnehmen können, weil da müssen wir halt schnell sein. Aber ich hoffe, unsere Beziehung ist trotzdem einigermaßen ganz gut mit ihr. So, dann würde ich sagen, ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns dann morgen mit der nächsten übelsten Zerstörung wieder. Oder mit einer Katze oder so. Bei welchem Spiel weißt du halt manchmal nie, ne? Ja, dementsprechend, ich und Quiet sagen damit dann ciao, bis morgen, ne? Research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. The materials should help their research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now.